Ball kommt in den Strafraum. Kopfball, Tor! Oh, da wird Handspiel reklamiert. Was sagt der Videoschiedsrichter? Grüße aus Köln, alles gut aus unserer Sicht. Ich hab die Schnauze voll, hey du Schiedsrichter. War das denn jetzt Handspiel oder nicht? Für diesen Quatsch brauchst du lalala, nen IQ lalala. So hoch wie Albert Einstein, bei den Regeln blickt doch kein Schwein mehr durch. Diese Regel ist so lächerlich, es ist der größte Skandal in der Fußballgeschichte für mich. Früher war's easy, ging deine Hand zum Ball, da pfiff sofort der Schiri. Doch prallt dir heute ein Ball an die Hand, wird das Handspiel genannt. Oh no. Was können die Spieler? Sie müssen sich die Ärmel abschneiden, vielleicht. Oh, das ist doch ein Kratzer. Oh la la la. Ich hab die Schnauze voll, hey du Schiedsrichter. Ist dieses Handspiel Absicht oder nicht? Das haut dich glatt vom Stuhl, la la la. Ist nicht cool, la la la. Bist du angeschossen? Bist du angeschissen? Echt wahr? Wer hat diese Regel erfunden? Juan Bernat. Hallo, mein Name ist Hand. Freunde nennen mich auch Handy. Haha, so ist jetzt mal ein bisschen Handarbeit angesagt. Erstmal Abo-Button drücken, ne? Das freut auch meinen Kumpel Aaron. Hand, ne? Aaron, alles klar bei dir? Ja, okay. Dann könnt ihr oben noch einen Song von Mumps anschauen, der Hand und Fuß hat. Und hier unten ein Video von MyLab. Geht um Handylicht. Und ob das schädlich ist, ne? Ja, so ein Zufall. Tschüss.